Hey ja, Leute und herzlich willkommen zur 18. Folge von Smalltown Terrors Pilgrim's Hook. Ja, mir ist noch was eingefallen, was wir machen könnten. Wobei mir sonst halt auch nichts einfällt, weil wie gesagt, für diese Kiste brauchen wir erstmal diesen Code. Und wir kommen ja auch nirgends weiter außer hier rein. Und mir kam der Gedanke, wenn dieses Auge uns beobachtet, dass wir da irgendwas doch... Gut, wir können den Zylinder irgendwie drüber stülpen oder so. Ja, okay, cool. Tatsache. Das ist ja lustig jetzt. Okay, dann können wir jetzt hier durch. Gehen wir zuerst hin. Gehen wir nach rechts. Oh. Wow. Hier gibt es so ein richtiges Labor hier. Oh, ist das die letzte Castor-Kreatur? Oh, wir haben sie alle. Oh, wie geil ist das denn? Also nee, uns fehlt ja immer noch eine, oder? Nein, wir haben alle. Oh, wie cool. Oh, geil. Das ist cool. Super, jetzt haben wir zumindest schon mal diese Auszeichnung. Ah, oh, ist das schön. Das freut mich gerade richtig. Ich habe nämlich echt gedacht, wir bekommen die gar nicht alle. Okay, das Bonuskapitel bekommen wir dadurch also auch. Diese Knochen weiß ich nicht. Vielleicht haben die was mit dem Bonuskapitel auch zu tun. Das da weiß man nicht. Ja, wir haben eigentlich bisher nur dieses mit dem Übersprung nicht. Ja gut, okay. Cool. Dann, was haben wir hier? Dort ist es zu dunkel, um etwas sehen zu können. Ich glaube, ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Macht der hier irgendwelche Klonexperimente oder... Ich will gar nicht wissen, was da so ist. Will ich direkt mal hier hinten reinschauen? Okay, hier sind schon mal solche... Ja, Taucheranzüge. Diesen antiken Taucheranzug kann man bestimmt nicht mehr verwenden. Ach so, schade. So, hier. Oh, ein Atemregulator. Hey, eine Tauchflasche, cool. Die können wir benutzen als Ersatz für den Watschelfuß oder so. Der Riemen des Generators fehlt. Einer der Generatorschläuche fehlt. Ja, mein Gott, was da nicht alles fehlt. Oh ja, mit Dynamit. Ich weiß nicht, wie ich diese Kiste öffnen könnte. Aber im Deckel befinden sich drei Löcher. Okay. Ja, ich habe noch gar nicht gesagt, was eigentlich in der letzten Folge alles passiert ist, ne? Sorry. ja, wir sind halt bei Cedric Esther jetzt endlich mal reingekommen hier. In seine Villa und sind doch direkt auf ihn getroffen. Auf den Castor. Und ja, weiß nicht. Wir haben, wir sollen ihm jetzt eigentlich seine Pfeife mit Tabak füllen und alles, aber pff, ist mir gerade egal. Ich schaue mich lieber hier um. Als hier irgendwas zu machen. Was gibt's denn hier? Oh. Extraktion von Pflanzensaft. Zutaten im Kolben geben, Hitze zuführen, Dampf in Rohr auffangen, Kondensat abtropfen lassen. Substanz wird mit Pflanzensaft aufgegossen. Okay, das brauchen wir wahrscheinlich eh erst nachher. Dieser Anleitung zufolge kann ich mithilfe dieser Vorrichtung Pflanzensaft extrahieren. Ich habe noch nicht alles, was ich benötige. Ich sollte zuerst die giftigen Pflanzenzutaten hinzufügen. Ah, okay, können wir da jetzt direkt auch schon mal die Tollkirsche irgendwie dazu machen, oder was? Nicht? Schade. Verdammt. Ja, ich weiß jetzt halt leider wirklich nicht, wie wir an dieses an dieses andere Dings da halt rankommen. Jetzt will ich erstmal wissen, was passiert hier mit der Taucherflosse. Oh. Oh, ein Generatorschlauch. Cool, den brauchen wir ja auch. Dann gehen wir mal hier lang. Was haben wir hier denn? Oh. Hi! Was ist mit dir passiert? Der hat dich eingesperrt, der Arsch. Oh nein. Maurerkelle. Oh, es ist gerade richtig ein befreiendes Gefühl zu wissen, dass man nicht mehr nach den Castor-Kreaturen suchen muss. Das ist gerade richtig schön. Hier brauchen wir auch noch so ein Ding. Diese Zellentür sieht anders aus als die anderen. Und natürlich abgeschlossen. Was haben wir hier? Oh. Hier hat er so eine... So ein Skelett einfach mal. Ist ja eklig. Okay, Werkzeug. Ja, krass. Okay, so eine Säge zum Beispiel. Okay. Schraubenschlüssel auch. Mhm. Oh, und hier hängt so eine schöne Schlinge. Okay, das ist ja eklig. So Fesseln und... Oh, eine Maus. Fesseln und auch eine Maus. Schön. Ja, nee. Da auch so eine Ratte. Okay, jetzt müssen wir irgendwie an... dran machen. War hier noch so eine, Nee,
weiß gerade gar nicht. Hier sind auch so Spiele, hier so ein Würfel und so ein Schachspiel. Okay. Was ist das? Sehr komisch. Okay, Schaufel gilt das auch als Werkzeug, okay. Dieser Hammer wahrscheinlich auch. Der Hammer auch. Der Hammer bestimmt auch. Und das hier auch. Noch so ein Hammer. Und sind das alles nur so Hammer, oder? Was ist das da? Keine Ahnung, aber man kann es nicht benutzen. Okay. Was hätten wir noch hier? Muss noch irgendwo so ein Holzstiel sein. So ein Holzstiel für die Axt. Da vielleicht? Ah, cool, okay. Hier habe ich noch so eine Pfeile gesehen. Okay. Es fehlt noch, 3 Stück fehlen noch. Konnten wir die auch noch irgendwie hinbekommen? Ist das auch sowas? Nee, schade. Ja, wo gehört das hier dran? Haben wir irgendwo noch so eine Art Sägeblatt oder so? Ist das nicht auch noch so ein Hammer? Genau. Dann sehe ich gerade leider nicht, wo dieses Sägeblatt ist. Leider. Können wir das hier noch wegschieben? Nee. Okay, sogar so einen Gefangenenhut hat er hier. Was ist hier noch? Ist das auch noch irgendwas? Nee. Was ist das da? Okay, diese Flasche? Nee, die Flasche gilt nicht als Ding. Hier ist so eine Zange, haben wir da noch. Oh, hier ist noch was. Ah, der Griff, dieses Sägeblatt fehlt. Ah, das da hier hinten liegt es. Habe ich gar nicht richtig gesehen. Okay, cool. Dann haben wir hier das letzte Werkzeug. So, Special Objekt. Ein Bungee-Seil. Was zum Teufel, was soll man damit machen? Okay, Bungee-Seil. Das hier, oder was? Nicht? Schade. Das da oder was? Das ist nicht wirklich ein Bungee-Seil, dafür ist es viel zu kurz, aber egal. Okay, jetzt haben wir halt so ein Seil. Hey, jetzt reden wir mal mit dir. Was ist mit dir passiert? Castor grew tired of my meddling and trapped me here. I had begun to lose faith, but now you're here. Oh. Renewing my hope. His human form resides here in this house. If you can weaken him enough so that he cannot interfere, there's a way to destroy him. There is a portal in his study. You must beat it a piece of his human form, a hair sample perhaps, to destroy his very soul. I do not know how to open the portal, but I saw him write this formula down before he locked me away. Perhaps it can help you. Oh, cool, vielen lieben Dank. Das ist ja super. I cannot help you now. You must weaken Cedric Astor, so you can collect a piece of his human form. Okay, cool, interessant. Jetzt hat er uns sogar noch geholfen hier, oh, voll nett und so. Okay, jetzt waren wir hier schon drin, jetzt waren wir hier auch schon drin. Dann... Ja, es ist wahrscheinlich hier diese Kombination, oder? Sag mal her, was steht denn da jetzt? Ja. Der Prophet hilft mir wieder einmal. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn tun würde. Oh ja. Er sagt, dass ich Cedric Astor schwächen... Ein Stück... Um Cedric Astor zu schwächen, wahrscheinlich, oder so. Ein Stück seiner menschlichen Form nehmen und es in ein Portal geben muss. Ich weiß kaum, womit ich überhaupt anfangen soll. Zum Glück hat er mir diese Kombination gegeben. A plus B plus C gleich A mal B mal C... A ist größer als B und B ist größer als C. Alles klar. Ich verstehe nicht wirklich, was wir da machen sollen, aber okay. Wir probieren es einfach mal. Ich glaube, es muss aber irgendwas hier sein für... Ja, okay, jetzt haben wir uns den Zettel hier dran geklebt. Jetzt können wir das auch machen. Okay. Also, A plus B plus C ist gleich A mal B mal C. Oh, warum müssen die hier jetzt auch so Mathe-Rätsel reinmachen? Okay, also A ist größer als B und B ist größer als C. Okay, fangen wir einfach mal an mit, was weiß ich, mit 1 oder so.
Ich weiß nicht, einfach mal irgendwie was. Okay. Also zum Beispiel 1 plus, weiß nicht, 2 plus 3. Ist aber nicht 1 mal 2 mal 3. So geht es schon mal eh nicht. Und A muss ja größer sein. Ach man, ich bin voll... Ach, ja. Hab ich voll nicht dran gedacht. Okay, gut. Was könnte es denn sein? Gehe mal von aus, es wäre eine 9. Einfach mal weil, keine Ahnung. Dann wäre 9 auf jeden Fall größer als alles andere. Ist ja logisch, wenn das dann halt keine 9 ist. Dann ist es vielleicht eine 8 oder so. Aber das muss ja immer noch... Wie funktioniert das denn, dass diese Zahlen, so, also die Summe dieser Zahlen, auch die, also beziehungsweise die Addition halt dieser Zahlen, genau die Summe auch von den Zahlen gibt. Uff. Ja gut, die Hilfe wird mir wahrscheinlich eh nicht großartig weiterhelfen. Genau. Ja, nee, da muss ich mal echt überlegen oder mir kleine Notizen machen oder so, weil sonst schaffe ich das gar nicht. Sorry, wenn man das jetzt gehört hat, was ich hier gemacht habe. Okay. So, machen wir einfach mal just for fun irgendwelche kleinen Rechensachen. Okay. Ja, aber was plus gerechnet ist genau dasselbe mal gerechnet? 1 oder wie? Aber 1 geht ja nicht, weil 1 muss ja wieder größer sein als das andere und so weiter. Also geht das schon mal nicht. Weil das geht ja auch nicht. Es ist ja auch wieder... Also es müssen auf jeden Fall verschiedene Nummern sein. Und es müssen Nummern sein, die in der Abfolge praktisch sich unterscheiden. Dass die erste das größte ist. Dann sage ich einfach mal, was weiß ich, 4 plus 2 plus 1. Das wäre zumindest nach der unteren Logik schon mal richtig. 4 plus 1 plus 2 sind 7. 4 mal 2 sind... Ah, tatsächlich. Jetzt haben wir es ja schon, oder? Nee. Ah, nee, das sind ja 8. Scheiße. Oh Mann. Okay, nee. 7 kannst... Also es kann schon mal nicht die 4, 2 und die 1 sein. Schade. War aber schon ein relativ guter Ansatz, hoffe ich. Schade, schade, schade. Okay, was könnte man noch machen? Vielleicht eine 5 plus, weiß nicht. Oh, ich bin so schlecht in solchen Rätseln. Es tut mir echt leid, wenn ihr da jetzt sowas hören müsst und so. Moment. Ach schau, das geht ja auch nicht. Ah, verdammt. Jetzt dachte ich vielleicht 5 plus 2 plus 1 oder so. Aber das sind ja 8 und 5 mal 2 sind ja 10. Also 5 mal 2 mal 1. Oh, aber irgendwie sowas muss es doch sein. Es ist ja schon nah dran eigentlich. Ach so, aber es muss ja... Ja doch, es war schon nah dran. Okay. Dann vielleicht... Ja, mit 2, oder? Geht es? 5 plus 2, das sind dann 9. 5 mal 2 mal 2 gibt aber nicht 10, sondern 20. Ach, schade. Jetzt dachte ich, hätte so einen guten Ansatz und alles und dann geht es gar nicht. Schade. Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob dieser Ansatz mit diesem 2 und 1 als B und C, ob das so gut klappt überhaupt. Oh Mann, ich habe gerade keinen Bock auf Mathe, ernsthaft. Ich habe eigentlich nie wirklich großartig Bock auf Mathe. Oh Mann. Jetzt muss man das Spiel als eines der letzten Rätsel wahrscheinlich noch so ein Mathe-Rätsel in die Fresse hauen. Oh Mann. Ich glaube, das Spiel wusste einfach, dass ich in Mathe nicht so gut bin.
Okay. Ja, aber was könnten wir denn sonst noch machen? Wir könnten sonst nichts machen. Ach, ist das blöd. Okay. Lass uns weiter rätseln. Hey! Holen wir mal kurz noch einen zweiten Zettel, weil der Zettel reicht nicht aus. So. Was könnten wir denn noch benutzen? Oh Mann, das muss doch auch irgendeine Art, System geben, das es da halt gibt. Also was summiert, gibt denn etwas anderes, was man mal rechnet? Das kann ja eigentlich nur was relativ Kleines sein, denke ich mir halt so. Das war halt zumindest jetzt mein erster Gedanke. Aber das geht ja auch nicht. Ach, okay. Was gibt's denn noch? Wir könnten einfach 3, 2, 1 benutzen. Aber ich glaube, das stimmt auch nicht so ganz. 3 plus 2 plus 1 sind 6. Ach so, doch. 3 mal 2 mal 1 sind 6. Ha, dann haben wir es ja schon, oder? 3 ist größer als 2 ist größer. Ja, genau. Ha, yay. Ich habe es doch noch hinbekommen. Schön. Es ging ja doch relativ schnell. Also schneller, als ich es zumindest erwartet hatte. Hey, super. Finde ich gut. Dann war es ja doch gar nicht so schwer. Yes. Gut, super. Oh, ich freue mich gerade so ein bisschen arg. Das dürft ihr mir nicht übel nehmen. Ich bin eigentlich, wie gesagt, ich bin in Mathe eigentlich echt so richtig schlecht und ich hasse Mathe. Hier jetzt habe ich einen Gürtel, wofür auch immer wir den brauchen. Und den Tabak. Hey. Gut, können wir da jetzt hier im Labor praktisch was damit machen? Oder brauchen wir da jetzt doch noch irgendwas? Achso, wir brauchen ja eigentlich erst noch dieses Zeug vom... Oder können wir das in den Tabak reinfließen lassen, sozusagen? Vielleicht klappt das ja. Mal schauen. War das Tabak? Nicht? Okay, dann halt nicht. Schade. Oder haben wir jetzt in diesem Laborteil irgendwas noch, was wir vielleicht benutzen können? Ich habe noch nicht alles, was ich benötige. Ja, aber ich brauche doch aber auch irgendwas erstmal, damit ich überhaupt den Pflanzensaft da aufnehmen kann. Da kann man hier irgendwie mit den... Sorry. Hier muss doch irgendwo was liegen. Sowas, eine Pipette oder sowas. Womit wir das dann... Ah, hier vielleicht? What the hell? Die Tür geht immer wieder zu. Ja, ich habe gerade gedacht, was ist das denn jetzt? Okay, können wir vielleicht... Ach so, mit dem Bungee-Seil ist so auf... Genau, so auf... Dingsen halt, ne? Okay. Ah, hier haben wir eine Pipette. Cool. Sehr gut. Und eine Linse. Okay. Gut. Dann können wir da schon mal diesen Mohnextrakt dran machen halt, ne? Ja, super schön. Jetzt haben wir hier den Mohnnektar. Und dann können wir direkt hier weitermachen und uns irgendwelche komischen Sachen zusammen brauen oder so. Okay. Hier der Mohnextrakt. Der kommt hier rein, okay. In den Kolben geben. Ja, die Tollkirsche halt noch, ne? Oder kann man die so schon reinmachen? Ja, okay. Gut. Der Bunsenbrenner ist nicht angeschlossen. Ja, warum denn nicht? Entschuldigung. Ja, müssen wir das da einfach nehmen? Ah, okay, cool. Ja, an damit. Nehmen wir schon mal das Teil hier an. Dann kommt hier der Dampf raus. Das Gas gelangt nicht in das Rohr hinein, okay? Sollen wir da noch irgendwas von hier benutzen? Oder mit dem Generatorschlauch? Nee, der Generatorschlauch brauchen wir erst dann da hinten. Ich kann das Ventil erst öffnen, wenn das Gas durch das Rohr strömt. Hä, ja, wie bekommen wir das jetzt da rein? Das verstehe ich gerade gar nicht. Richtig? Warte. Zusätzen in Kolben geben. Hitze zuführen. Dampf in Rohr auffangen. Ja, dann schiebt doch den Bunsenbrenner oder schiebt es doch ein bisschen weiter nach da. Oder, ach so, wir müssen das hier benutzen. Ja, okay, gut. Oder? Doch nicht?
Ja, doch. Ah, cool. Ja, doch, jetzt wird es natürlich besser aufgefangen hier mit dem Ventil dann alles. Okay, was ist hier jetzt? Ja, das Gas strömt aus dem Ventil raus. Dann nehmen wir den Korken, stopfen den da rein. Dann ist hier das nicht mehr unterbunden. Oder. Oh, ich habe hier gerade voll den Scheiß irgendwie aus Versehen. So, machen wir hier auf. Was ist hier? Ich sollte hier etwas ablegen, um die Substanz zu filtern. Zu filtern? Wie zu filtern? Warum zu filtern? Könnte ich einfach die Pfeife drunter legen und dann hat sich das. Ja, wie können wir das filtern? Mit der Linse sowieso. Einfach den Tabak drunter oder. Ach so, hier, da liegt doch das Teil hier noch rum. Oh Mann, sorry. Voll vergessen. Wenn ich hier eine Substanz ablegen. Ja. Wenn ich hier eine Substanz ablegen, wird sie mit Gift versehen. Genau. Tabak, auf geht's. Hä? Warum nicht? Hallo? Ah, doch. Ah, ich bin ein bisschen zu weit oben. Ja, so. Tabak mit Gift. Lass ich mal noch ein bisschen liegen. Oder, hä, wo muss ich den jetzt hinmachen? Oder... Achso, in die Pfeife. So. Oder? Hä, ja, warum kann ich jetzt diesen Tabak nehmen? Oh, die Hitbox ist manchmal echt... Also, sorry. Achso, die müssen wir hier hinlegen. Ja, toll. Und jetzt können wir das da reinmachen, oder was? Oh, das ist umständlich, sorry. Okay, eine vergiftete Pfeife haben wir jetzt hier. Sehr gut. Können wir jetzt hier eigentlich schon irgendwas machen mit diesem Schlauch und alles? Ja. Dann haben wir das schon mal. Was ist hier? Der Riemen des Generators fehlt. Ja, können wir da den Gürtel benutzen, oder was? Okay. Ja, schön, jetzt haben wir den Generator mal so in Gang gesetzt. Ich weiß nicht warum, aber ist ja auch egal, ne? So, und was war jetzt hier nochmal? Drei Löcher. Ne, da weiß ich leider noch nicht, was wir da machen können. Falls wir da überhaupt was machen können. Hi! Okay, das heißt also, Esther produziert hier sozusagen wirklich irgendwelche Fischmonster-Kreaturen. Wie die am Friedhof. Ew, das ist ja eklig. Das ist echt creepy auch, so ein bisschen. Ja, diesen gruseligen Tanks komme ich bestimmt nicht zu nahe. Auf keinen Fall, Vera. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Krass. Okay, können wir jetzt hier noch irgendwas machen? Können wir dir irgendwie helfen, hier rauszukommen? Nee. Wow, hat er da einfach so... Baby... Bläh. Eklig. Okay. Ja, wohl bekommst. Hier hast du deine Pfeife. Thank you, dear girl. I'd like to say smoking is my only vice. But we both know better, don't we? Oh ja. All this time I have inhabited this shell, and I still find myself repulsed by it. So much oozing. The thought of it. This is not my tobacco. What have you done? Tja, sorry, aber leg dich nicht mit mir an hier. Nee, aber hätte man den jetzt auch noch eine Weile leben lassen können, dass der einem irgendwie... Ich meine, eigentlich war es ja blöd, den jetzt einfach umzubringen, weil der hätte einem ja eigentlich auch bestimmte, vielleicht ein paar Sachen erzählen können oder sowas. Naja, ich brauche ein Stück seiner menschlichen Form, vielleicht eine Haarprobe. Ja, die entnehmen wir ihm aber erst in der nächsten Folge, denn ich sehe gerade, wir haben schon die 24 Minuten voll. Ich möchte jetzt eigentlich, ja, nicht so lange Folgen mehr machen. Naja, okay. Also, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wir sind ja ganz schön vorangekommen schon wieder. Und ich denke, in ein, zwei Folgen sind wir hier auch schon durch, oder? Ja, mal schauen, wie wir hier so weiterkommen. Ich verabschiede mich von euch in die nächste Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten. Bis dann, eure Shadowkeeper Wolf.